Ich habe noch mal eine Frage zu dem Wechsel, den Sie jetzt ja bestätigt haben. Sie haben auf der anderen Seite von einer riesen Vorfreude auf die Saison gesprochen. Und ich würde gerne wissen, ob Sie Trainer als Normalfall betrachten, dass kurz vor Saisonbeginn dann einer, der für Sie eine große Rolle spielt, Sie haben das mehrfach bestätigt, einfach wegbricht. Fühlen Sie sich da manchmal als ein Trainer, der sozusagen dann Lücken füllen muss? Oder was macht das mit Ihnen? Oder ist das das normale Geschäft, was Sie einfach so schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen? Nee, das ist kein Normalfall. Glaube ich, kein Normalfall, dass der Kapitän zwei, drei Tage vorm Auftakt dann von Bord geht. Und trotzdem gibt es natürlich diese Situationen im Fußball. Das ein Stück weit muss man darauf vorbereitet sein. Und trotzdem geht es natürlich dann immer darum, wenn es eintritt, wie man damit umgeht. Und ich mache keinen Hehl daraus. Ich glaube, das habe ich vorhin zum Ausdruck gebracht, dass es uns sportlich richtig wehtut. Ich verstehe die Spielerseite, ich verstehe auch die Vereinsseite. Trotzdem werde ich jetzt nicht anfangen zu lamentieren. Ich bin kämpferisch, ich sehe das jetzt als Ansporn, auch jetzt ohne Vataro zumindest mal das Bochum-Spiel, vielleicht ein Leipzig-Spiel erfolgreich zu gestalten. Und genau das will ich auch von der Mannschaft sehen. Vataro wünschen wir nur das Beste. Der hat jetzt die Möglichkeit, bei einem der traditionsreichsten Clubs zu spielen. Das ist auch eine Auszeichnung für unsere Jungs hier, die ihn auch begleitet haben. Das ist eine Auszeichnung auch für den Club. Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir unsere sportlichen Ziele nicht gefährden. Und deswegen haben wir jetzt einfach in den nächsten zweieinhalb Wochen die Aufgabe, uns da gut aufzustellen. Das ist eine klare Forderung, die es da gibt, aber das sieht hier keiner anders im Club. Die Konstellation, wie ich es jetzt vorhin beschrieben habe, ist, wie sie ist. Und ich glaube, da gehen jetzt die Meinungen auch nicht super weit auseinander. Wir haben einen Spieler, wie gesagt, der ist 30, der hat jetzt die Chance, in die Premier League zu gehen, was immer sein Traum war. Einerseits, und dann haben wir einen Spieler, dessen Vertrag halt ausläuft in 10,5 Monaten. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, für den es jetzt nochmal sehr, sehr viel Geld gibt. Das ist die Konstellation. Aber nochmal, wir werden jetzt die Challenge annehmen, die Herausforderung annehmen, werden versuchen, unser bestmögliches Spiel zu machen. Und wenn wir das tun, bin ich fest davon überzeugt, dass wir alles mitbringen, um auch als Sieger vom Platz zu gehen. Und das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Und ich glaube, das sieht die Mannschaft auch so. Vataro hat natürlich jetzt große Fußstapfen hier hinterlassen, die wir jetzt gemeinsam erstmal füllen werden und dann auch durch anderes Personal füllen werden.